Hallo ihr Lieben da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Far Cry 5. Ja, beim letzten Mal hat uns der liebe John ja ein bisschen die Hölle heiß gemacht. Und ihr wisst ja, wenn John uns die Hölle heiß macht, dann machen wir John die Hölle noch ein bisschen heißer. So, ich habe uns jetzt mal einen neuen Wegpunkt gesetzt. Und ich dachte, wir nehmen uns mal den nächsten Außenposten vor. Das heißt, wir brauchen jetzt mal ein kleines Gefährt. Und landen an einem Prepper-Versteck. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, kleine Planänderung. Wenn wir schon mal hier sind, dann können wir auch das Prepper-Versteck zuerst machen. Das liegt hier gerade so schön leise rum. Wir lesen erstmal. Prepper-Notiz. Hey, ihr dummen Sektenwichser. In meinem Bunker kommt ihr niemals. Der ist einbruchsicher. Ich habe ihn selbst gebaut. Aber selbst wenn, dann kommt ihr eben ganz sicher nicht wieder raus. Toll, das klingt gut. Schlüssel benötigt. Okay. Dann gucken wir uns mal um. Da oben fliegt schon wieder ein Hubschrauber. Jeder von uns. Ja. Oh, ich. Hier ist ja der liebe John. Ja, wir brauchen uns jetzt aber nicht voll labern, ne? Nur allzu gut. Oh, ups. So. Erntebefehl, der Kollaps hat begonnen. Das haben wir schon mal gelesen, ne, oder? Ja, wir haben auf jeden Fall ein Silo freigeschaltet. Gut. Dann schauen wir mal. Okay, so einbruchsicher war es anscheinend hier nicht. Ein Schlüssel. Ja, ich nehme da mal den Schlüssel, ne? Was heißt denn, wir kommen hier nicht wieder raus? Ich weiß nicht genau. Also rein kommen wir schon mal. So. Hier ist dunkel. Mhm. Les Baby, ich weiß gar nicht, warum diese Strommenschen vom Hilgard Elektrizitätswerk sich so anstellen. Dafür braucht man doch keinen Abschluss in Elektroingenieurswesen oder sowas. Du und ich, wir haben diesen Bunker mit unseren bloßen Händen erbaut. Von wegen Sicherheit am Bau. Und überhaupt, habe ich nicht letzten Monat einen Rauchmelder und eine Sprinkleranlage bei Red gekauft? Es wird schon alles klar gehen hier unten. Ja, glaube ich auch. Was hier? Mhm. Wir nehmen erstmal alles mit, was wir hier so mitnehmen können, ne? Das klingt nicht so gut. Das ist bestimmt total sicher, wenn wir jetzt hier am Hebel ziehen, ne? Das sieht auch schon so aus. Da, wo Funken sprühen, liebe Leute, da zieht doch einfach mal am Hebel. Das ist bestimmt eine gute Idee. Oh Gott. Uah. Ja, toll. Habe ich jetzt tatsächlich Dynamit da reingeworfen? Warum habe ich das getan? Brennt. Schmeißen wir nochmal Dynamit rein. Oh Mann. Eigentlich wollte ich mich ducken. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Sorry. Oh. So, das ist hier alles eine prima Idee. Aber wir haben so liebe Zeit. Ja, hier brennt es auch lichterloh. Wo war nochmal die Tür mit dem Buch? Mit dem Schloss. Hier nicht so, ne? Wow. Kannst du hier mal... Mach mal keinen Scheiß hier. Geh durch. So. Geschafft. So, nehmen wir erstmal die Moneten hier mit.
Wir haben schließlich eine Mission. Wir wollen eine Schaufel kaufen. Ihr wisst das alle, ne? So. Kann ich hier nochmal Dynamit herstellen? Na komm schon. Da ich den ja gerade verschwendet habe. Unsere Vorteilspunkte, auch schön. Und Geld ist immer gut. So. So, ich glaube, dann haben wir alles. Na gut. Dann müssen wir nur gucken, dass wir hier wieder rauskommen. Und ich weiß nicht mehr genau, wo das war. War hier nicht eine Leiter? Bin ich falsch gelaufen? Nee, hier brennt. Hilfe. Ach so, da. Ja, die stand seitwärts. Ich konnte nichts dafür. Jetzt nicht bis hier. So. Okay, lass dich nicht für dumm verkaufen. Was? Oh, wir haben Besuch. Nein, wirf nicht immer Dynamit. Alter, das geht's doch. Entschuldigung, ich spiele halt parallel privat noch ein Spiel. Und die Duckentaste ist hier die Dynamit-Taste. Es tut mir leid. So, die haben uns natürlich jetzt bemerkt. Der rutschte da schon schön an uns vorbei. Hey, Freund. Ach, komm schon. Ich baller da rum. Tu so, als wäre ich gar nicht da. Ach, was kommt da an? Na? Für Eden's Gate! Schön. Manchmal tun die mir echt leid, ey. Wie muss das sein mit so wenig Gehirn? So! Dann haben sie schon ein schönes Auto für uns bereitgestellt. Das ist schön. Dann fahren wir jetzt mal zum nächsten Außenposten. Und gucken mal, wie oft wir dann da Dynamit werfen. So. Ich mach das immer. Das ist Wenden in drei Zügen. Ja, die Zäune werden nicht mit berücksichtigt. Kannst du mal dieses Auto jetzt fahren? Jetzt werd nicht peinlich, fahr dieses Auto. Das ist schon Wenden in acht Zügen. So, jetzt aber. Hallo, Reh. Oh. Ah, hallo. Ah, ich hasse das. Alles in Ordnung. Aua. War wirklich ein guter Zug von dir, diese Leute vor Johns Reinigung zu bewahren. Er wird sicher nicht gerade glücklich darüber sein, aber wegen mir soll er sich ins Knie ficken. Mach nur weiter so. Dutch out. Klar, ich mach weiter so. Das ist bestimmt eine gute Idee. Ich meine, wir haben hier einen heiligen Krieg begonnen, dann müssen wir ihn auch beenden, ne? Oh, so ein Konvoi ist aber jetzt nicht schön hier auf unserem Weg. Oh, ich hoffe, die drehen nicht. Die schießen uns halt im Grund und Boden, das ist so ätzend. Hey! Wieso Insekten in der Windschutzscheibe? Immerhin, wir haben keine Windschutzscheibe mehr. Wir haben frische Luft. So, zu fröhlicher Sektenmusik. Fahren wir dann mal unseren Weg hier unbekümmert weiter. Schön wäre noch, wenn man so Scheibenwischer hätte, ne? Dass man die abwischen könnte. Laufen nicht auf die Straße. Die laufen halt auch immer los, immer auf die Straße, wenn man gerade anfängt. Die stehen da stundenlang, laufen los, wenn die ein Auto sehen. Das ist wirklich unfassbar. So, da hinten ist auch noch ein Silo. Vielleicht denken wir ja mal dran, den auf dem Rückweg mitzunehmen. Den möchte ich natürlich jetzt nicht sprengen. So, dann halte ich mal hier. So, geh mal hier ins Gebüsch. Mit der richtigen Taste, ohne Dynamit zu werfen. So, und dann werden wir mal kurz hier unseren lieben Nick zuweisen. Und zwar legen wir den mal da drauf. Der könnte uns nämlich behilflich sein. Oh nein.
Ich habe meinen Bogen nicht dabei. Oh, das ist aber doof. Ja, gut. Dann müssen wir es ohne Bogen machen. Oh. Okay, wir werden Nick auf jeden Fall brauchen. Stimmt ja, wir hatten ja die Begegnung mit John. Da ist uns ja der Bogen abhanden gekommen. Ich bin so sauer auf diese Peggy's auf John Seeds Ranch. Ach so, Nick, ne, geh mal. Mist, wir müssen den erst entlassen, ne? Ach, stimmt ja, dann fliegt er die ganze Zeit da oben rum. Ich meine, wir könnten den auch eigentlich direkt mitnehmen. Ruf einfach, wenn du mich brauchst. Ja, ich ruf dich, wenn ich dich brauche. Ich brauch dich gleich. So. Das waren zwei... Ah, guckt mich nicht an. Zwei Alarmanlagen, glaube ich. Das war da, wo wir das Flugzeug geklaut haben, ne? Oh Gott, das wird so schief gehen. Ja, wir gehen mal zur ersten... Ah, nein. Alarmanlage. Bewaffnet mit einer Schaufel. Das ist toll. Mist. So. Stellt euch drauf ein, dass es hier gleich komplett eskaliert. Oh. So, die erste Alarmanlage war wo? Die habe ich doch hier irgendwo gesehen, oder? Nicht hier hinten? Haben wir eben das Gemüse? Da ist eine. Ja, die müssten wir schon mal wegkriegen, ne? Bevor es eskaliert. Hallo? Ich habe doch gerade eine Alarmanlage gesehen. Von einer Leiter? Kann ich gar nicht. Nee, ach, da ist sie. Da. So, da kommen wir aber dran. Wenn uns keiner beobachtet. Wir haben die Ernte begonnen. Die Vorbereitung. Die ist auch schön im Gebüsch. So. Warte, noch zwei Alarme? Ach du liebe Zeit. Na, mein Freund, wo bist du denn? Bist du alleine hier? Hey! So, will ich dich mal hier schlafen? Da haben wir uns ja was Tolles ausgesucht. Oh Gott, ey. Also ihr auch. Nicht nur ich, nein. Auch ihr seid schuld daran, dass wir jetzt hier in dieser Situation sind. Wir machen das ja gemeinsam. So. Wir schaffen das auch irgendwie. Wahrscheinlich nicht so heimlich, wie ich das gerne hätte. Wo ist denn? Ich habe nur zwei Alarme gesehen. Ich weiß nicht, wo der dritte ist. Da ist noch einer. Aber im Haus sind wahrscheinlich auch viele von unseren lieben Freunden, ne? Da durchzugehen wäre jetzt vielleicht nicht die beste Idee. Oh, ich wünschte, ich hätte meinen Bogen. Oh, der steht auch so schön zum Abschuss bereit. Da steht auch jemand. Er ist gerade gegangen. Ich glaube, er hat gerade Mittagspause. Dann schnappen wir uns mal den Kollegen hier. Komm mal rüber hier. So.
So, auch du kommst mal eben mit hier ins kuschelige Gemüse. So. Oh, da ist auch jemand. Wo ist der dritte Alarm? Ich wünschte, es wäre Nacht, dann würde man die besser sehen. Aber nein. Wir haben ja heute mal wirklich alles falsch gemacht, was man irgendwie noch falsch machen kann. Ich geh mal hier rein. Ich hoffe, der dreht sich nicht um. Dreh dich nicht um. Moin! So. Packen wir den irgendwie weg oder lassen wir den hier liegen? Ist egal, wo wir den hinpacken, den wird sowieso jemand sehen, ne? Ich lasse ihn mal hier liegen. Ja, er liebt die Musik halt. Bleib. Nein. Das ist. Oh. Nein, hier ist nicht gut. Gegenüber kam hier auch jemand an. Ah. Nein, guck nicht. Nicht gucken. Jetzt glotzt er genau hier rein. Was glotzt du denn? Glotzt doch nicht. Er singt aus voller Brust. Er ist richtig euphorisch. Oh. Ja, er steht da auch leider nicht alleine. Den können wir nicht nehmen. Gut, dann gehen wir hier durch und gehen wir weiter runter. Ist halt doof, dass sie da stehen, ne? Steht er da immer noch? Da steht der. Ah, da stehen da zwei. Ah, oh, direkt neben dem Alarm? Ist das euer Ernst? Hm. Scheiße. Alles klar. Lauf, 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 lauf. Hallo, moin. Eine Sekunde. Wir müssen mal eben unseren Nick holen. Scheiße, ich wusste, dass das eskaliert. Preiset den Vater. Ja, herzlichen Glückwunsch. Nein, nein, nein. Ja, da triffst du mich. Entschuldigung, Nick. Tut mir leid. So. Hey. Ich hab Schiff. Was? Ich bin der Tod von oben. Ich hab das Ziel in Sicht. So. Das ist natürlich jetzt richtig ätzend. Ja, ich auch. Alter, hör auf mich, abzuschießen. Nein. Ja, Verstärkung, yay. Moment kurz, wir beruhigen uns mal kurz. Kann sie mal aufhören? Wer schießt denn da? Wer sieht mich denn? Ist doch keiner. So, weiter geht's.
So, wisst ihr hier noch jemand? Da läuft noch ein Stinker rum. Hey, Stinker! Ja, wir haben es geschafft. Okay, das war zu erwarten. Dass das schief geht, war klar. Ja, puh. So. Okay, dann können wir unseren Nick jetzt mal wieder entlassen, sonst quatscht er uns nämlich hier die Hucke voll. So. Ja klar, er muss sich auch um seine schwangere Frau kümmern. Ja, John ist ein bisschen angepisst, dass wir sein Haus hier genommen haben. Verstehe ich gar nicht. Ich meine, er hat ja auch gut gelebt, ne? So als Bruder vom Anführer des ganzen Gesuppels hat er sich das ja hier echt schön gemacht mit seinem tollen Mantel und seinem schönen Jagdhaus hier. Der weiß auf jeden Fall, wie es geht. So, hier haben wir noch einen Anrufbeantworter. So viel Buße, so viele Beichten. So viel, was du für mich und Edensgate getan hast, doch es ist nicht genug. Oder, John? Trenn dich von deiner Vergangenheit. Du musst dein Herz öffnen. Du musst erkennen, dass um dich herum so viel mehr Liebe ist. Auf lange Sicht werden uns all der Schmerz und all das Leid, das du verbreitest, nicht weiterhelfen. Deine Taten nähren nur die Sünde in dir. Sie wird stärker werden. Sie wird dich zu bösartigem antreiben. Unschlagbar. Auch die, denen du zu tiefe Narben zufügst, werden heilen. Sie werden zu Trägern deiner Sünde. Sie werden andere damit anstecken. Ich habe deinen Tod in einer Vision gesehen. Du bist dazu ausersehen, Opfer deiner eigenen Sünde zu werden. Sie wird in einer neuen Form wiederkehren. Es ist nur die Frage, wann. Ich habe dich jung sterben sehen. Ich habe dich alt sterben sehen. Der Unterschied zwischen beiden Ausgängen liegt darin, wie viel Liebe du in dein Herz lässt. Ich bete, dass du diese Worte hörst, bevor es zu spät ist. Ich will dich in dem Paradies, auf das wir uns vorbereiten, alt werden sehen. Ich liebe dich, Bruder. Je größer das Kaliber, desto besser. Ich liebe dich. Die quatschen halt auch immer rein, ne? Es ist wirklich unglaublich. Ja, Joseph scheint ja mit dem Weg seines Bruders nicht wirklich einverstanden zu sein. Und versucht ihn im Grunde dazu zu bringen... Moment, hier wird gerade wieder irgendwie geschossen. Ich weiß jetzt nicht, was da jetzt wieder rumballert. Jetzt geh mir nochmal aus dem Weg. Scheint ja damit nicht so einverstanden zu sein, versucht ihn irgendwie dazu zu bekehren, irgendwie anders zu handeln. Aber ich glaube, John lässt sich davon nicht wirklich beeindrucken. Ich glaube, da ist ein Bär oder so. Ne, ich helfe euch bestimmt nicht. Ihr könnt mal gucken, wie er da klarkommt jetzt. Ich bin bestimmt nicht darunter jetzt. So, wir gucken uns mal schön im Häuschen weiter um, ne? War hier nicht auch irgendwo... ist das das einzige Gebäude hier? Ist das hier eine funktionierende Tür? Nein. Okay. Hubschrauber höre ich. Oh, schön. Hilfe! Ja, toll! Warum habe ich denn gedacht, dass der Bär hier nicht reinkommt? Geh weg! Ich will, geh weg! Ja, hier ist der Bär, ihr Vögel, ey. Ihr seid mit 20 Leuten und schafft das Vieh hier nicht, oder was?
Meine Güte, das ist ja ein Widerstand, ey. Richtig gut. So, bevor ich es vergesse, wir holen uns mal eben unseren Bogen zurück. Der hat mir nämlich jetzt echt schmerzlich gefehlt. Der war? Wo war der nochmal? Oh, wir können uns die Schaufel leisten. Die ist aber noch sehr teuer, ne? Ich glaube, da warten wir lieber noch ein bisschen. Wo war nochmal der Bogen? Ah, hier. Ja, bitte, gib mir meinen Bogen zurück. So. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht eine andere Handwaffe uns leisten können, die ein bisschen stärker ist. Die macht mehr Schaden. Und so eine schöne 44er Magnum. Hm? Ja, ich glaube, die können wir uns mal gönnen. Die macht ja nun einiges mehr. Okay. Ja, bitte. Und bitte hier rüber. So. Gibt es hier irgendwelche Verbesserungen? Mhm. Ja, klar, so ein Scharfschützenfernrohr ist bestimmt gut für so ein... Hier, wir machen mal so ein Reflexvisier drauf. Ein bisschen mehr Genauigkeit und Handhabung. So, jetzt sind wir schon wieder arm wie die Kirchenmäuse. Munition laden wir mal kurz auf und dann verkaufen wir mal unseren Bären, den wir gerade geschossen haben. Und dieses komische Magazin hier, so. Da haben wir wieder ein bisschen Geld. Ein Erste-Hilfe-Köfferchen nehmen wir uns mit. Ja, den Panzer, den können wir uns echt sparen, weil der ist nach dem ersten Schuss sowieso weg. Gut. Dann haben wir das. War ich hier schon drin? Kommt jetzt dieser Kack-Hubschrauber, der mich hier angreift? So, hier ist der Hangar. Oh, dahinter ist irgendwas. Oh, safe. Och, hier ist ein Erste-Hilfe-Kästchen. Ja, schade, dass ich das nicht vorher gesehen habe. Gut, dann rüsten wir mal unseren Schweißbrenner aus und schmeißen hier mal so ein bisschen rum. Im Schweiß des Angesichts. Okay, hör auf. So. Juhu, Geld. Ich wollte nicht springen. So. Ah, Silberbarren sind in allen Außenposten und an den Orten in Hope County versteckt. Nutze Silberbarren, um Prestigewaffen, Fahrzeuge, Kleidung und Skins in jedem Geschäft in der Spielwelt zu kaufen. Du kannst Silberbarren auch im Shop im Pausenmenü kaufen oder ausgeben. Ja, alles klar. Sehr schön. So, ansonsten brauchen wir nichts. Komm ich hier... Kommt der hier hoch? Nein? Wie kommen wir denn wieder hier raus, frage ich mich. Ach so, ja klar, so. Gut, dann sind wir hier soweit durch und dann würde ich auch sagen, wir bleiben mal hier im versteckten Eckchen, weil draußen kreist gerade der Hubschrauber der lieben Peggys herum und da müssen wir jetzt ja nicht unbedingt raus und ich sage, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein, passt gut auf euch auf, bleibt immer schön kuschelig und gehabt euch wohl.